Hallo, liebe Kinder! Ihr habt ja sicher schon gemerkt, dass ich Kirchen ganz toll finde. Und dass mich immer interessiert, wie die von innen aussehen, wenn ich im Urlaub bin oder so. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich schon über ein Jahr im Homeoffice bin und noch nicht in allen evangelischen Kirchen in Freiburg war. Und dann habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt ändern. Ich will wissen, wie die Kirchen von innen aussehen. Ihr wollt ja vielleicht auch wissen, wie unsere Kirche von innen aussieht. Schau mal, im Moment sieht sie von innen so aus. Bei uns verändert sich das immer mal. Deshalb werdet ihr in nächster Zeit ein paar Filme sehen, wie die Kirchen von innen aussehen. Vielleicht auch immer mal wieder, denn in den Kirchen und auch draußen verändert sich ja immer mal wieder was. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinen Reisen durch Freiburg. Hallo, schaut mal, was ich für eine schöne Kirche hier entdeckt habe. Ich habe gedacht, ich fange jetzt gleich mal an, die ganzen evangelischen Kirchen in Freiburg abzuklappern und bin hier in Opfingen gelandet. Eine wunderschöne alte Kirche. Und habe gedacht, na, da muss ich doch jetzt mal reingehen und schauen, wie die von innen aussieht. Aber leider, sie ist zu. Schade. Sie ist zu! So, jetzt bin ich einmal ganz drumherum gegangen, habe mir die ganze Kirche angeschaut. Schön ist das hier. Der Friedhof ist auch um die Kirche drumherum und da hat man einen schönen Blick über Opfingen. Schaut mal da, es ist ein bisschen diesig heute, aber herrliches Wetter dafür, dass wir immer noch Februar haben. Ganz verrückt. Da seht ihr den schönen Turm der Opfinger Kirche. Hallo, heute bin ich in Landwasser bei der Zachäusgemeinde. Jetzt will ich doch mal gucken, ob da die Kirche offen ist. Achtung, wer macht mal die Tür auf? Machst du sie mal auf? Mach mal die Tür auf. Da gehen wir jetzt mal rein. Ja, ja, wie geht's denn jetzt hier weiter? Mach mal da die Tür auf. Oh nein, die Tür ist zu. Die ist nur mittwochs und samstags auf, die Kirche. Schade. Schaut mal, ich habe eine Plauderbank gefunden. Dann kann man da sitzen und dann ist hier ein Holzbalken und da kann der andere, dann kann man den ganzen Tag plaudern. Und wenn man einsam ist, dann setzt man sich dahin. Und dann steht da, wer hier Platz nimmt, freut sich, wenn sich ein anderer dazusetzt. Und dann kann man so lange warten, bis sich jemand dazusetzt und dann kann man plaudern. Cool! Jetzt bin ich an der Lukaskirche in St. Georgen. Da gucke ich jetzt mal, ob die offen hat. Ja, es ist sehr dunkel hier, aber sie hat offen. Da gehe ich jetzt rein. Oh nein, doch, sie hat offen. So sieht die Ludwig... Ach, Quatsch! Lukaskirche von innen aus. Die Ludwigskirche muss ich auch noch suchen. Aber hier sind wir in der Lukaskirche. Die Sonne blendet sehr, aber ich will doch den Turm noch filmen. Hier sieht man die Kirche. Und das, was da so laut ist, das sind die lieben Kinderlein aus dem Kindergarten. So, jetzt sage ich tschüss, liebe Lukaskirche. Tschüss. Da hatte ich jetzt ein bisschen Pech, dass diesmal nicht alle Kirchen offen hatten. Aber vielleicht habe ich beim nächsten Mal ja mehr Glück. Schön war's trotzdem. Ich sage euch tschüss, eure Frau Lila!